1896 heirateten zwei deutsche Einwanderer in der St. Joseph Church von Yorkville. John und Justine Glaser fühlten sich der Kirchengemeinde so zugehörig, dass sie einige Jahre später eine Immobilie gleich in der Nähe des Gotteshauses kauften. Sie eröffneten Glaser's Bake Shop in dem Gebäude 1670 First Avenue im Jahr 1902. Dort verkauft die Bäckerei bis zum heutigen Tage ihre süßen Köstlichkeiten. In Glaser's Bake Shop fanden die Bewohner von Yorkville verschiedene Brotarten, Konditorwaren und andere Gaumenfreuden. Da sich John und Justine damals glücklicherweise entschlossen hatten, die Immobilie anzukaufen und nicht einfach nur zu mieten, konnte die Bäckerei trotz rapide ansteigender Immobilienpreise ihren Betrieb fortsetzen. Auch wenn Glaser's Bake Shop weiter besteht, so verschwand langsam die traditionelle deutsche Klientel in Yorkville. Die Bäckerei bietet daher inzwischen immer mehr Backwaren in kleineren Portionen an und erreicht damit eine wachsende Kundschaft von Berufstätigen, die ein schnelles Snack für zwischendurch suchen. Nach über 100 Jahren wird Glaser's Bake Shop heute in dritter Generation geführt. Die Familienmitglieder und ihre Angestellten stellen nach wie vor hausgemachten deutschen Strudel her, aber auch andere Backwaren wie zum Beispiel Schwarz-Weiß-Plätzchen. Das Interieur hat seinen ursprünglichen Charme durch die handgeschnitzten Holzpaneele und die Kachelböden erhalten. Schauen Sie unbedingt vorbei und probieren Sie eine der Leckereien.